Wir starten jetzt mal die Quiz Horror Show. In dieser Quiz müssen wir für den guten Helen ein paar Kameras besorgen. Also. Wieder ganz einfach. Auf zum Telefonbuch. Das angucken und wieder zu den markierten Orten laufen. Stellen und dann einfach drücken. Hier wieder runter und zum nächsten Ort. Um ein bisschen die Zombies zu umgehen, können wir hier gleich so ein bisschen links uns hier durchschummeln. Das ist hier nämlich die nächste Kamera. Zurück. Diesen Abschnitt ist ein bisschen Movement gefragt, ist aber im Prinzip ganz einfach. Dafür machen wir erstmal die Schnelltaste an, erleichtern wir uns gleich mit das Leben. Hier über die Laserschranken springen, ab und zu schafft man das nicht, geht man halt mal tot, passiert. So, dann hier in den Raum rein und einfach ganz rechts halten, an der Wand lang. Dass einem die Kameras nicht sehen. Und dann hier hinten auf das Tastenfeld drücken und somit hätten wir den Raum hier abgeschlossen. Hier ein bisschen durchlaufen. Der Abschnitt hier, der Raum ist ein bisschen schwerer, da müssen wir uns ein bisschen verstecken. Falls das anfängt zu piepen, einfach aus dem Raum wieder rauslaufen, dann wird man von der Explosion dann nicht erwischt. Oh, jetzt weiter, wenn die Kamera ganz links ist, einfach hier hinten verstecken und warten, bis die wieder ganz rechts ist, damit das hier alles gleich links ausgegraut ist. Und jetzt können wir hier lang und unter die Kamera stellen, bis sie dann wieder ihre Position gewechselt hat. Kiste verstecken, nochmal warten, bis die Kameras die richtige Position.
Munition haben. Hier zur Luft laufen und hier unten links rein. Und wieder das Tastenfeld. So, wenn wir hier gleich aus dem Raum rausgehen, kommt dieser Typ, den wir am Anfang in dem Video hier gesehen haben. Den müssen wir schnell bekämpfen. Mitnehmen. Damit hätten wir die letzte Kamera bekommen. Und jetzt müssen wir sie nur nach draußen alle installieren. Zu den ganzen Questmarkers dahin. Am besten hier gleich rechts lang. Kamera installieren hier. Da kommen wieder ein paar Zombies, wenn man sich ja genau. Jetzt rennen wir dann gleich ins Polizeirevier und klicken dann dort auf den Computer. Da drücken wir jetzt zweimal die 1 und damit wäre diese Quest auch dann komplett abgeschlossen.
zum nächsten Mal.